Verbrechen ohne Limit. Volles Risiko. Für die Männer von Alpha. Scheiße, die sind dann dein Gewicht. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir zur Leiche, ist doch klar. Ja. Übrigens, ruft die KTU an. Ja, Hartmut. Also, was ich
sehr Interessantes herausgefunden habe. Erstmal diese Visitenkarte hier. Sag mal. Und dann habe ich noch Fingerabdrücke, die haben bestimmt ihn, als sie abgehauen sind, zuerst ausgeraubt. Ich schätze, auf dem Geldschein müssen welche sein. Ja, genau, das habe ich auch überprüft. Und dann noch sehr interessant, ein Fußabdruck. Geschätzte Größe 40. 40? Ja. Also das heißt, eine Frau war auf jeden Fall dabei. Fingerabdrücke haben wir auch, weil sie müssten ihn, bevor sie abgehauen sind, haben sie ihn bestimmt ausgeraubt. Und der Geldschein, da waren sehr viele Fingerabdrücke drauf. Ich glaube nicht, dass sie für das Geld gekommen sind. Nee, nein, bestimmt nicht. Da müsste was anderes noch gewesen sein. Also, was ich auch schon noch, wie ihr hier sehen könnt, es gibt einen Zeuge. Sie haben gesagt, Sie haben was gesehen? Ja. Und was? Also ich habe gesehen, wie ein kleiner Mann und eine große Frau hier entlang gegangen sind. Und haben Sie auch beschreiben? Ja, der Mann war 1,20 Meter. Frau 1,90 Meter. Okay. Central Vision. Computerspielproduktion. Wetzlar Straße Nummer 5. Gucken wir uns an, komm. Machst du bitte auf? Ja. Hallo. Hallo, wir sind von der Kripo Berlin. Kriminalpolizei, sagt Ihnen das was? Ja, bitte. Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Könnte ich bitte erstmal die Ausweise sehen? Klar. Okay. Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Dürfen wir uns hier hinsetzen? Klar. Entschuldigen Sie, aber wer sind Sie überhaupt? Er heißt Sebe Gerda und... Also, er heißt Alex Brandt. Und was ist Ihr Anliegen? Heute Morgen wurde auf einem Gemüsemarkt in Schöneberg ein Mann mit einem direkten Schuss in den Bauch hingerichtet und ausgeraubt. Der Name des Opfers war Wladimir Gronk. Kennen Sie diesen Mann? Noch nie was von ihm gehört. Hat er vielleicht hier mal gearbeitet? Sie kann ja mal ihre Akte seine Akte durchsuchen, wenn er eine hat, aber soweit ich weiß, hat sie noch niemals einen Wladimir gearbeitet. Nein, er hat niemals einen Wladimir gearbeitet. Wo waren Sie gestern um 13.20 Uhr? Sie war hier im Büro. Wie ist Ihr Name? Sie kommt aus dem Osten, Ihr Name ist ziemlich kompliziert. Ihr Name ist Milishka Özneck. Aha. Aber könnten Sie bitte zum Thema kommen? Ja, in seiner Jackentasche haben wir eine Visitenkarte von dieser Firma hier gefunden. Wir wollten fragen, was stellt diese Firma überhaupt her? Unsere Firma produziert hauptsächlich Videospiele und Filme. Haben Sie noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich Sie jetzt bitten zu gehen, denn ich habe noch viel zu tun. Ja, also eine Frage noch. Ja. Wo haben Sie sich eigentlich um 10.30 Uhr aufgehalten? Ich war zu Hause. Ich bin gestern erst um 3 Uhr zum Büro gegangen. Ja, gut. Okay. Wiedersehen. Tschüss. Das war knapp. Stimmt, da haben wir ziemlich Glück gehabt. Glaubst du, dass sie was von uns entdeckt haben? Leute, habt ihr mich erschreckt? Ja, Julia mit deinen Ohrstöpseln. Oh, ja, also dieser Typ hier heißt Wladimir und ist ein sehr berühmter russischer Computerexperte. Mhm. Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, dass er bei Central Vision gearbeitet hat? Der arbeitet in einer russischen Firma,
die, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, aber die stellen Ego-Shooter-Spiele und Videos für den App Store her. Ego-Shooter-Spiele? Das ja, war noch bei der Firma. Erwähnter Männer oder? Nein. Vom Syndikat. Die Drecksäcke jagen wir schon seit Jahren. Hoffentlich kriegen wir die dieses Mal. Ja, okay, damit habe ich ja nichts zu tun, aber selbst nicht schlimm. Oh, Knabbelbeck, oh, doch, die ist neu. Also, und dann würde ich noch sagen, die Männer, mit denen er sich Kontakt geholt hat, waren schon vor Straf wegen Mord, sexueller Belästigung, Vergewaltigung und Tod geprügelt. Wow. Ja. Kommt mir irgendwie komisch vor. Okay. Ja, kommt es dann das einfach auf den Punkt, Idioten sind, die einfach irgendwie Drogen genommen haben oder Alkohol? Nein, das haben die schon extra gemacht. Und meine Analyse hat festgestellt, dass der Tote Spuren von Sprengstoff unter den Nägeln hatte und merkwürdigerweise Kunstrasen. Sprengstoff? Darf ich fragen, was für ein Sprengstoff? C20. Was ist denn C20? Oh Jungs, das ist ein Sprengstoff, der sogar fähig ist, den Fort Knox zu sprengen. Wow. Ja. Oh. Ey, guck mal, da läuft gerade die Nachricht zum Sport. Und nun zum Sport. Heute spielt Hertha BSC gegen den FC Bayern München. Das ganze Olympiastadion ist ausverkauft. Auch unsere Kanzlerin Angela Merkel ist anwesend. Und nun kommen wir zur Formel 1. Du hattest doch davor von Kunstrasen erzählt. Ja, stimmt, unter den Fingernägeln. Leute, den Kunstrasen gibt's nur im Stadion. Und der Sprengstoff! Die wollte Leute, Angela Merkel ist im Stadion. Die wollen vielleicht. Das wird ein Anschlag auf Angela Merkel. Wir müssen los! Schnell los! Ich komm mit, Jungs! Also, so dumm sind die Nummer auch nicht, ne? Auf 10 Minuten. Warte, meinst du, es reicht? Ja, bestimmt. Okay, wer sich mit dem Syndikat anlegt, der muss bezahlen. We'll be right back.
mit sehr viel Aufwand vor 2 Jahren bzw. 3 Jahren ungefähr gedreht. Inklusive Post-Production hat der ganze Dreh 1 Monat lang gedauert. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, erstmal ein ganz großes Dankeschön an die ganzen Schauspieler, die mitgespielt haben. Ja, der Film war schon mal auf YouTube, hatte über 1000 Aufrufe auf meinem alten Kanal, aber den habe ich wieder runtergenommen. Keine Ahnung warum. Ist es auf jeden Fall auf YouTube. Ja, guckt weiter. Bald kommt ein Teil 2 raus, natürlich viel besser gedreht mit relativ sicheren Waffen. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.